That's part of the cook and good for the rest of our lives. Kleiner Mini-Lunser für euch. Wie erstmal kurz zur Seite. Hier habe ich ein paar Zutaten für euch. Ja, hier Paprika, kennt ihr schon. Tomatenmark, Knoblauch. Ja, hier Salz und Mate oder Zucker, was auch immer das ist. Ja, Kabeljau, ne? Hier. So, sieht gut aus hier. Ja, grün Dinger da hier, ne? Hier Zwiebel, Lauch, ne? Ein bisschen Stärke rein. Und ein bisschen Water. Kommt jetzt gleich hinterher. Ich quetsche das hier noch ein bisschen ran hier. Ein bisschen verteilen hier. So, sieht schon ganz gut aus. Schöne Line ziehen. Und jetzt kommt ein Löffelchen Wasser rein. Und dann hier Cocking-Sake. Frisch aus dem Cock. Und ein bisschen Bier hinterher ballern. Und schon haben wir ein bisschen was gelunzt hier. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. So, jetzt den Kabeljau reingeballert. Und ein bisschen da benetzen mit diesem Löffel des Glücks. Überall soll was drankommen und dann sehen die so aus. Hier, ja, fein. Kann schon mal hier raus. Hier geblieben. Hier ab auf den Teller. Ganz genau. Dann nehme ich mir die anderen und tue sie auch noch mal ein bisschen marinieren. Mit diesem schönen Gesöff. Sieht doch gut aus. Oh, das ist ein Fisch. Der Lunserart. Ganz genau. Ja, hier. Die alle tue ich jetzt auch noch mal da rein. Ne? Dann sind die alle zusammen. So, jetzt nehmen wir so eine Flasche. Reiswein rein, ordentlich Schuss und dazu natürlich Sojasauce und ein Schlückchen von Bier. Bisschen Stärke da rein bröseln, ah, wenn ein bisschen was rauskommt. Gleich hab ich's, Freunde. Nicht so viel reinlunsen. Das Ding soll noch flüssig bleiben. So, Tomatomark 5000 hier, eine ordentliche Kelle. Ich schieb's mal rein. Und dann kann man ein bisschen den Rührer machen. Ganz genau. Und dann sieht das aus wie Ketchup. Ist es aber nicht. Die Marinade ist es. So, ich probiere mal hier so einen Löffel. Scheint gut zu lümmeln. So, Wok anheizen hier. Öl rein hier. Ne? Und dann, Freunde, den Fischomat rein. Richtig. Einmal schön anwocken hier. Direct Heat von unten. Das ist voll der Programm. Hier jetzt nehmen und ein bisschen schwenken. Ja, der pappt ein bisschen fest, aber gleich kriegen wir noch gewendet. Ah, so, läuft doch wieder. Mit Gewalt geht's. Da löst sich sogar der festeste Fisch. So, ja, hier. Fischstäbchen können einpacken gegen diese Lümmel. Öl nochmal nachkippen. Klar. Darf natürlich nicht fehlen. Jetzt kann man ein bisschen umlunsen hier, damit jede Seite ein bisschen angebraten wird. Ich habe so einen Fischteller hier und da werde ich das Angebratene erstmal drauf lunsen. So, kommt da rauf auf den Teller hier, der Spitzenklasse. So, und jetzt Wok wieder gereinigt, Öl rein, Paprikas. Erstmal müssen die Paprikas geschwenkt werden hier. So, schön anlunsen das Gerät. Knobi, den ganzen Fisch rein, würde ich sagen. Ja, das wäre der Knobi-Look. Oh, sieht das gut aus, wenn ich Gemüse mag. Aber ich mag es nicht. Deswegen kommt die Soße hinterher. Ja, genau. Was eben noch Ketchup war, ist jetzt diese Marinade. Die kommt da reingeballert. Und dann wird ein bisschen geschwenkt. Schwenkomat 3000. Das sieht doch gut aus. So, jetzt kommt der Fisch endlich mal wieder zum Einsatz. Rein damit. Endlich ein bisschen Fleisch da in den Topf. Ist ja auch mal Zeit. Also rühren wir jetzt hier ein bisschen unter. Oh ja, einmal kurz umdecken. Und dann sieht er schon mal sehr fein aus. Wow. Hier Lauchzwiebeln hinterher geballert. Und jetzt nochmal hier den Schwenker von der anderen Seite. Kurz die Seiten gewechselt. Wow, Marinade ist überall dran gelunzt. Sieht ja fast aus wie Hähnchen, aber es ist Fisch, Freunde. Obacht! So, und fertig ist das Gefährt. Jetzt mit der Schaufel rein und was ab auf den Teller geben.
Oh, wie das dampft. Ja, Freunde, wer auf Fisch steht und ein bisschen Gemüse, der ist genau hier richtig aufgehoben. Für alle anderen, nehmt euch einfach eine Ladung Bacon dazu. Aber hier so nah geht's ja. So, und hier, da, Rezept-Einblendung hier und in der Infobox wie immer. Fisch mit Tomatensauce aus dem Wok würde ich dieses Rezept nennen. Ein unglaublicher Titel. Ich greife zu und zeige euch, wie es zerbricht. Bullet Fish. Boys and Girls, ballert euch rein. Lasst den Daumen nach oben brennen. Es war eine kleine Mini-Lunser-Folge und seid nicht sauer, dass sie ein bisschen wenig Bacon hatte. Aber am Wochenende werdet ihr wieder beglückt. Bis bald. Zünden!